Was geht's, Lordemge hier? Bevor das Video startet, möchte ich euch nur sagen, dass ich fast täglich auf Twitch streame. Lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Kurze Info vorab, die Clips alle, die ihr hier seht, ist ja ein bisschen durcheinander von der Synchronität. Wundert euch nicht. Hier am Anfang seht ihr jetzt, wie wir einen Titani 9 haben. Wie wir das bekommen haben, seht ihr erst am Ende des Parts, wie gesagt. Das ist alles ein bisschen durcheinander gekommen. Ab nächstem Video wird das alles wieder komplett synchron sein, also alles nach und nach. Aber ja, wir haben auf jeden Fall einen Titani 9 gekauft. Das switchen wir gerade. Was ich unbedingt reinhaben wollte, waren 15 Abblocken, 20 Teufel und vielleicht noch einen guten Nebenboni. Deshalb habe ich da ein bisschen mehr gedreht, als es nötig war. Ja, aber so bin ich halt leider, ne? Kennt mich halt, so kennt man mich halt einfach. Da haben wir jetzt 4 Abblocken gerade drin, 20 Untote, nichts Gutes, wieder nichts Gutes. Dann probieren wir nochmal. 10 Teufel, 20 Young Drop, ne? 6 Blocken, 10 Teufel fast. 6 Stärke, ne? Können weiter. AGO, naja, das ist auch nichts Gutes. Dann schauen wir mal jetzt. Hier haben wir 15 Blocken, 8 XP Bonus, 6 Teufel bekommen. Ach komm, bevor ich da jetzt noch mehr Switcher reinhaue, das reicht fürs Erste. Wir haben hier 15 Blocken drin. Damit kommen wir auf jeden Fall ganz gut klar. Dann haben wir hier nochmal ein paar Segnungen auf unseres Magis gezogen. Ja, noch 3 Gift reinbekommen. Perfekt, das wollen wir auf jeden Fall nicht drin haben. Deshalb nochmal eins. Denn leider auch wirklich nichts Gutes. Wir haben mal ein paar Exos verkauft. In diesem Part seht ihr auch, wie ich relativ viele Sachen verkauft habe. Wir haben auch ein neues Pad. Das werdet ihr auch später sehen. Hier haben wir ein bisschen DT-Equipment gekauft für die 61er Core-Farmer. Da haben wir 20 Untote Saab. Hier haben wir noch ein paar Sachen gekauft. Die Ladies, glaube ich, für einen One. Den Tali für 9 One, 10 One. Den LPP auch, glaube ich, für 4 oder so One. Ja. Genau, von lieben Oberkommissar, den einen oder anderen kennt man, also den einen oder anderen von euch kennt ihn wahrscheinlich noch. Er hat ja damals viel auf Twitch gestreamt und auch YouTube-Videos gemacht, der spielt ja nicht mehr. Aber eines Tages in meinem Chat und der hat mir dann tatsächlich sein Pet verkauft. Das ist ein Nessie Typ 6 mit, was die Werte jetzt genau sind, weiß ich gerade gar nicht. Nessie Typ 6 mit Berserker, Hindernis und Monsterjäger. Das Pet ist Level 92. Von der Laufzeit her ist es leider einmal verreckt, weil er ewig inaktiv war, logischerweise. Und das hat er uns verkauft für 40 Won. 20 Won hat man gerade da, das haben wir ihm schon mal gegeben. Die anderen 20 Won haben wir dann auch noch nachbezahlt. Die Bios und natürlich die Pferdequest mache ich auch regelmäßig, jeden Tag. Wir müssen da wirklich hinterherkommen. Das ist halt so der Nachteil, wenn man halt ein bisschen schneller hochzieht. Man muss halt Bios nachziehen, man muss das Pferd nachziehen. Da gibt es halt noch einige Sachen zu tun. Und in diesem Clip seht ihr, wie ich einfach komplett verpeilt bin. Ich habe es nicht hinbekommen, irgendwie die Quest abzuschließen, wegen irgendwie dieser Pferdefutter-Quest. I don't know. Es war wirklich schlimm. Hier haben wir dann einmal gefailt, dann haben wir es nochmal gemacht. Da hat dann das Level Up vom Pferd geklappt. Wunderbärchen. Na, Hammer. Ich glaube, wir hatten da noch ein paar Rollen. Da habe ich des Vergessens. Also, ergo konnten wir ein bisschen das Pferd zum Glück exen. Das haben wir dann auch gemacht. Aber wie gesagt, wie ihr seht, es ist relativ oft gefailt. Leider Gottes kann man halt leider nicht ändern. Muss man durch. Ich hatte noch auf im Depot Arsch viele Schmucksteine, die ich dann auch alle verkauft habe. Momentan brauchen wir die einfach nicht. Und bis wir zu dem Punkt kommen, bis wir die brauchen, für ritterliches Set oder, dauert das wirklich noch massiv lange. Weshalb wir dann einfach mal alle Schmucksteine verkauft haben. Die Clips habe ich euch halt auch alle reingehauen, damit ihr das seht. Ich glaube, für 3 KK, das 200er Stacks, haben wir die verkauft, wenn ich nicht falsch liege. Sollte eigentlich richtig sein. Wir hatten da wirklich, ich glaube, 2 Chars voller Schmucksteine. Zu dem Zeitpunkt habe ich ja einfach Young on Mass gebraucht, um Equipment zu kaufen, um uns besser zu verbessern. Ja, perfekt. Deutsch 1-1. Deshalb haben wir so gut wie alles, was wir nicht brauchen, momentan vertickt. Vielleicht wäre es schlauer gewesen, die Schmucksteine hier zu behalten. Für später, aber wie gesagt, Stand jetzt meiner Meinung nach war es einfach besser, dass wir die weggehauen haben. Schreibt es immer gerne in die Kommentare, was ihr gemacht habt, hättet ihr für, da, für später, im späteren Verlauf bewahrt. Ich meine, wir hätten die jetzt auch schon umwandeln können zu Gaia. Oder hättet ihr das gleiche wie ich gemacht? Ihr braucht die momentan nicht, habt ihr die einfach weggehauen. Schreibt das mal gerne in die Kommentare, das interessiert mich immer, was die anderen Leute denken, beziehungsweise eine andere Sichtweise zu haben. Vielleicht kann man davon immer noch was lernen, ne? Kritik und allgemein. Lernen ist immer doch ganz gut.
Hier verkaufen wir gerade noch den Rest der Schmucksteine. Und dann sollten wir dann auch damit durch sein mit den Schmucksteinen, soweit ich das weiß. Oder kommt noch ein Char? Das werden wir gleich sehen. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass wir die Schmucksteine losgeworden sind, war schon gut. Das waren, glaube ich, 200, 300 KK irgendwas, was wir dadurch eingenommen haben. Da konnten wir uns nochmal schön ein bisschen Equipment zusammenkaufen, was ihr dann auch gleich sehen werdet. Dass wir jetzt auch einen Titani haben, ist sehr, sehr gut, weil mit dem Titani können wir jetzt haben ein bisschen mehr FKS-Dev, das kommt uns sehr zugute bei Razador, nicht nur bei Razador, sondern auch bei, wenn wir Herrscher farmen und, da brauchen wir ja unbedingt FKS-Dev, deshalb ein Titani mit der Kombo von einem Matten, die ja der FKS-Dev hat, das ist schon wirklich sehr gut zu haben. Herrscher packen wir auch, bloß bisher ganz aktiv gefarmt habe ich den nicht. Müsste ich eigentlich mal machen. Erstens, dadurch sparen wir uns die Kosten für die grünen und Biopots. Nummer zwei, wir können die verkaufen. 200 grüne Pots habe ich gesehen, irgendwas 65 KK, wo ich mir die letztes Mal ein 200er Set geholt habe. Das ist schon gutes Yang. Und grüne Pots werden immer gebraucht. Das heißt, sie werden auch immer gut weggehen. Nun muss ich halt mal schauen, wie das aussieht. Wie viele Leute dort farmen. Kann man das gut farmen? Welche Uhrzeit ist das Beste zum Farmen? I don't know, vielleicht einfach mal auf Twihard Wecker um 1 Uhr nachts stellen und bis 9 Uhr morgens einfach Herrscher durchfahren. Da kommen auch ein bisschen gut Young zusammen, aber ich weiß nicht mehr, ob ich der Mensch bin, der wirklich sagen mir extra Wecker wegen Mädchen stellt. Ich glaube, die Zeiten sind schon lange, lange vorbei bei mir. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, ob ihr das auch damals mal in der Vergangenheit gemacht habt, wirklich mal wegen Mädchen den Wecker zu stellen, wegen was weiß ich, ein Event. Oder ihr habt mit einem Kollegen irgendwas geplant, zockt mit einem zusammen und Schichtwechsel auf gut Deutsch. Und schreibt mir das auch mal gerne mal rein. So habe ich das damals tatsächlich oft gehandhabt mit ein paar Kollegen von mir. Aber wirklich, die Zeiten, die sind vorbei. Das ist so in der Art, gibt es das nicht mehr und so in der Art werde ich es halt auch nicht mehr spielen. Weil es ist einfach ein zu großer Einschnitt manchmal ins Leben. Vor allem, wenn man halt berufstätig ist wie ich und keine Ahnung, sagen wir mal, ich muss um 9 Uhr arbeiten, dann kann ich ja schlecht den Wecker um 1 Uhr nachts stellen, wenn ich mich, sagen wir, erst um 22 Uhr, 21 Uhr ins Bett lege. Dann bin ich halt vielleicht, sagen wir mal, bis 13, 14 Uhr topfit. Ja, schön und gut. Aber danach, ne, wird schwer bei der Arbeit. Deshalb geht es tatsächlich hier nicht so gut. Aber auf jeden Fall haben wir die Schmucksteine, sind wir diese endlich losgeworden. Das ist sehr, sehr gut. Hier machen wir natürlich das Pferd weiter. Da sind wir, glaube ich, ganz, ganz, ganz kurz vor dem Kampfgaul, wenn ich nicht falsch liege. Ich glaube, war das jetzt das letzte Level? Ich kann es nicht lesen. Ich glaube, da hat es Level 7 erreicht. Das ist so verdammt klein bei mir im Bearbeitungsprogramm. Vielleicht wäre es tatsächlich meine Idee, da ich die ganzen Videos vorher einmal schon mal durchrender, damit ich das genauer sehen kann. Dann wird das Commentary auch ein bisschen besser und manchmal nicht so verwirrend. Ich glaube, ich bin mehr verwirrt als ihr an diesem Punkt, aber es spielt ja gar keine Rolle. Für die Verpeiltheit bin ich bekannt und ich denke mal, das macht mich auch als Person ein bisschen aus, würde ich mal behaupten. Keine Ahnung. Nee, gut. Das Pferd, weiter und weiter geht's. Hat das Pferd geklappt? Schauen wir es mal. Das hat auch wunderbar geklappt. Jetzt sollte es Level 10 erreicht haben und da haben wir auch, glaube ich, die Kampfgau-Quest gerade abgeschlossen, beziehungsweise, genau, da müssen wir jetzt 10 Stunden auf das Buch warten. Hier haben wir die restlichen 20 Wochen Schulden, die wir haben, am Oberkommissar von dem Pet direkt auch zurückgezahlt, damit wir auch natürlich schuldenfrei sind. Hier habe ich auch ein paar Missionsbücher mal gemacht, prächtiges Schulterstück aus dem Missionsbuch, das wollte ich schon immer haben, das will jeder haben, OP-Item. Hier haben wir einen Shop erstellt, da haben wir noch ein paar Inventararbeitungen drin gehabt. Ach, da war Wassernixen, Truhen, Uzi-Kriegskunst, Wallauzi-Kriegskunst, paar Yabbis und alles, was ich halt so finden konnte, was wir einigermaßen zu Young machen konnten. Wie ihr hier seht, Froschschenkel hatte ich ja noch, weil ich Seeevent habe ich auch ein bisschen aktiv gefarmt. Also leider habe ich zu spät angefangen, um das komplette Seeevent wirklich aktiv gut mitzunehmen. Trotzdem konnte ich am Ende noch ein bisschen Young damit machen, zum Glück. Ihr seht da, der Shop wird wirklich ganz schön leer, ist auch schnell leer gegangen. Das war natürlich tippitoppo. So, und dann schauen wir mal, Waffenbuch fertig, Pferd steigern, zack, wir haben unser Kampfgaul erreicht.
Jetzt müssen wir uns natürlich schauen, dass wir so schnell wie möglich zum Militärgau kommen, damit wir auch Waldkampf im Pferderücken haben. Das macht das Farm angenehmer. Hier seht ihr, was ich im Wald gefarmt habe in den Zeitraum von, ich weiß es leider nicht mehr. Das müsste ich mir mal genauer schauen, dass ich mal sage, okay, ich schreibe mir auf, ich habe um die Uhrzeit gestartet, damit ich euch da auch mal mitteilen kann, wie lange ich denn für sowas im Endeffekt gebraucht habe und gefarmt habe. Hier seht ihr wieder einen Clip, wo ich komplett verpeilt bin, weil ich die scheiß Pferdequest nicht abgeben konnte, weil ich einfach nicht wusste, wie was so wenn. Und dann war es einfach wieder diese Quest, die ich halt erst anklicken musste, bevor ich das abschließen konnte. Beziehungsweise vielleicht habe ich auch überhaupt nicht auf das Pferd geklickt. I don't know. Hier seht ihr, wie ich gerade ein Seer-Set spiele. Tatsächlich muss ich dazu sagen, ich bin echt scheiße in diesem Minigame gewesen. Ob ich dafür einfach zu blöd bin, weiß ich nicht. Jetzt ist das Seer-Event vorbei, jetzt ist es ein bisschen schwer zu fragen, aber das wird bestimmt irgendwann mal wiederkommen. Wie gehe ich dieses Event am besten an, Leute? Starte ich erstmal mit den kleinen Nummern und. Ich weiß es nicht. Haut es mir mal gerne rein. Ich bin für sowas anscheinend wirklich ein bisschen zu blöd. Konsis haben wir auch gefahren beim Event. Die haben wir dann auch direkt verkauft für 50 KK das Stück. Was natürlich auch sehr, sehr schmackhaft sind. Das waren dann hier zum Beispiel wieder 4 Won. Konsi-Events muss ich wirklich öfters mitnehmen. Und natürlich, wie ihr mich kennt, X-Ringe nehme ich mit und verkaufe diese immer sehr gerne. Gute Nebeneinnahme rate ich auf jeden Fall jeden zu tun, der jetzt so nicht, ich sage mal, erst jetzt gerade zu Level 95 geworden ist und jetzt gerade anfängt im Wald zu farmen. Das kann ich euch hier auf jeden Fall nur empfehlen. Nehmt die XP-Ringe mit. Kleinvieh macht auch Mist. Das unterschätzen so viele Leute. Wie viel Young ich wirklich immer damit mit einnehmen kann, das ist echt angenehm. Und eben mal die XP-Ringe einfach aufzuheben. Gott, das kann jeder ja manchmal machen. Ne? Das ist ja nicht das Problem. Es nimmt halt nur leider Inventarplatz weg. Deshalb empfiehlt sich, wenn ihr einen zweiten Schau auf 95 habt und eine längere Zeit habt vorhabt, im Wald zu farmen, nehmt diesen Char auf jeden Fall mit. Lasst ihn dort stehen. Natürlich nicht im Charakterwechsel, aber da geht es auf jeden Fall weg. Ganz kurz, bevor ich weiterrede, hier haben wir noch vom lieben Pascal noch mal ein bisschen Stuff bekommen, was er gefunden hat. Das haben wir uns dann halt auch direkt noch mitgehen lassen. Dankeschön noch mal an dich, Pascal. Ich hoffe, irgendwann fängst du wieder an mit Metin. Wir hoffen es. Ne? Ja, genau. Jetzt habe ich vergessen, was ich erzählen wollte. Es ist genial mit mir. Naja, nichtsdestotrotz, hier haben wir jetzt noch einen Shop noch mal gestellt. Grüne Drachenbohnen, die wir gedroppt haben. XP-Ringe. Die FBs, Segis, Froschenkel und. Hier haben wir auch ein paar goldene Seertruhen drin. Ja, ich bin selber gerade verblüfft, wie verpeilt ich dieses Video bin. Es tut mir verdammt leid, Leute. Das macht die Qualität vom Video so massiv schlecht. Was soll's. Alles immer rauszuschneiden, was man failt, ist halt auch nicht Sinn der Sache. Manchmal einfach euch Fails zu zeigen. Das ist auch ganz witzig, finde ich. Hier haben wir wieder ein bisschen Young eingenommen. Wunderbar. Rausholen wir das. Hier haben wir eine Meisterschaftstrophäe geöffnet, haben eine Siegi bekommen. Hier haben wir noch auch eine Meisterschaftstrophäe geöffnet und einen Edda bekommen. Edda nehmen wir immer sehr, sehr gerne mit. Und dann bin ich auch überlegen, ob wir uns eine 105 Rüstung holen, also Mob-Rüssi. Da ist die Frage, sollen wir die Mob-Rüssi selber appen? Oder sollen wir uns direkt eine +8/9 holen? Das müsst ihr mir mal bitte auch mal in die Kommentare schreiben, weil ich hätte schon Bock ein bisschen auf Up-Action. Vor allem, ich will ja eigentlich 105 bleiben, aber eine Mob-Rüstung zu haben wegen mehr Def und ist halt eigentlich auch besser. Vielleicht eine +5 holen auf Level 110 Level. Mit 110 können wir ja trotzdem noch die ganzen Sachen eigentlich machen. Meiner Meinung nach. Ja, aber trotzdem, eure Meinung interessiert mich hierzu auch, wie wir da mal ein bisschen progressen sollen. Vielleicht habt ihr da Ideen. Haut es mir wirklich gerne in die Kommentare. Ich lese allgemein so oder so jeden Kommentar. So oder so. Und gehe auch meistens eigentlich auf jeden Kommentar auch drauf ein, so gut es geht. Ja, deshalb, bei mir lohnt es sich auf jeden Fall mal nicht mal einen Kommentar zu schreiben. Hier haben wir auch Switcher gefahren beim Event. Da haben wir auch die gerade auf das Zodiac-Schwecker, wie ihr gesehen habt, leider nichts reingekommen. Und hier seht ihr jetzt nochmal einen Shop, den wir hier gestellt haben. Ihr seht da halt, es ist ein bisschen verwirrend, weil die Clips einfach sozusagen auf gut Deutsch umgekehrt sind. Weil ich die einfach kacke zusammengeschnitten habe. Ja, hier haben wir auch nochmal ein paar Taffis verkauft. Aber das mit den Clips,
dass sie synchron sind von der Spielzeit. Ab nächstem Video wird das wieder wirklich gewährleistet sein. Und hier seht ihr eigentlich, wie wir eigentlich an ein Titanic kommen wollten. Da haben wir ein paar Titanics gekauft. Die haben wir dann auch mal ver-upt, beziehungsweise ge-upt bei einem Rüstungsschmied. Und hier habe ich auch natürlich mal alles geskippt, dass wir die alle auf plus 6 geupt haben. Da seht ihr mal, wie wenige übrig geblieben sind. So, plus 7 hat der erste gefailt, nächster auch plus 7 gefailt und der nächste G plus 7, komm, auch gefailt, schade. Klappt der plus 7? Leider nein. Klappt der plus 7? Hat geklappt, Wunderbärchen. Einer schon mal plus 7. Schauen wir weiter, klappst du? Nein. Klappst du? Ja, okay. Und klappst du noch plus 7? Auch geklappt, haben wir 3 Versuche auf 8. Okay, aber wir nähern uns schon langsam dem Ende des Videos zu. Hier seht ihr, wie gesagt, noch, wie wir die gerade versuchen zu uppen. Und ganz am Ende seht ihr auch, wie wir jetzt an das Titanic 9 gekommen sind. Da haben wir ja das gekauft. Aber da wisst ihr dann auf jeden Fall einmal Bescheid. Gut, damit würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Video. Schaut gerne bei meinem Stream vorbei. Ich tue täglich eigentlich Stream. Link dazu ist in der Beschreibung. Und damit würde ich jetzt mal sagen, haut raus, bis zum nächsten Video, euer SlowDMG. Ciao.